Salzwasser in Venen den Blut. Ich bin in der fünften Generation in meiner Familie Baum, was arbeiten mit Seefahrt. Das ist eigentlich meine dritte Fahrt nach Grönland. Aber ich war nie so weit nördlich wie dieses Mal. Also das ist so ein bisschen abenteuerlich. Ich bin neugierig und auch ein bisschen aufgeregt und ich freue mich da so. Von Bremerhaven durch den Nordatlantik nach Grönland. Auch für Morten Hansen, den Kapitän der MS Albatros, erfüllt sich mit der vierwöchigen Schiffsreise ein Traum. Dabei folgt er dem Kurs seiner norwegischen Vorfahren, der Wikinger. Ja, wir haben nichts gewusst, was gibt's hinten nächster Horizont. Ich glaube, die haben mit viel Erfahrung die Winden ausgesucht. Was die haben geleistet, ist unglaublich. Und warum Grönland? Ja, das war ein grünes Land mit vielen Wiesen. Und hat Leif Eriksson gesagt, Grönland, grüne Land. Zu Zeiten der Wikinger war die Überquerung des Nordatlantik ein riskantes Abenteuer. Heute ist es, dank Radar und GPS, seemännischer Alltag. Und eine logistische Herausforderung, denn Grönland ist nicht Griechenland. Treibstoff, Lebensmittel, Trinkwasser, alles muss geplant und mitgebracht werden. Wir haben Erfahrungswerte. Zum Beispiel haben wir 90.000 Eier an Bord oder 4 Tonnen Fleisch, 3 Tonnen Fisch. Fisch ist eine Möglichkeit in Grönland, ziemlich einfach frischen Fisch zu kaufen in Grönland. Was sogar in Grönland üblich ist, man tauscht. Ich kann Äpfel gegen Fisch tauschen. Herr Helle, hatten Sie als Hotelmanager auch schon Probleme mit den Lieferungen? Das ist schon passiert, ja. Heutzutage bestellt man ja alles per Computer und per Internet. Da war schon Zahldreher drin, dass wir zum Beispiel 4 Tonnen Kartoffeln bestellt haben, es kam aber nur 400 Kilo. Dann hätten wir ein Riesenproblem jetzt hoch nach Grönland. Da werde ich nicht eine Kartoffel finden.